Wunderschönen guten Morgen hier aus meiner Streamkammer. Und ich habe doch eine Sache vergessen. Verdammte Axt. Ich habe eigentlich alles gemacht gehabt, bis auf die eine. Und zwar die richtigen Maps einzustellen. Die Cider-Map war, wir müssen kurz mal aktualisieren, habe ich es beinahe vergessen, Overpass, meine Lieben. Das machen wir jetzt gleich zusammen. An alles gedacht, was ich so einstellen kann. Aber ansonsten direkt verloren. Anubis wurde gepickt von Big. Und Ancient bleibt Ancient hier bei unseren Gegnern, bei Leon. Ja, also, interessantes Thema heute, würde ich sagen. Ach, interessante Situation auf dem frühen Morgen, meine Lieben. Denn Big, wer dabei war als Fan, gestern Abend ging es ja mit einer dicken Klatsche raus aus dem Turnier des der World Championship. Ja, eSport World Championship. Wo es um viel Preisgeld geht. Da gab es aber nur ein Qualifier im Endeffekt. Es gab halt aus jedem Land invitierte Teams. Oder aus jeder Region so rum. Und den Qualifier, jede Region hat auch mal einen Qualifier bekommen. Aber nur einen einzigen. Alles Best of One. Ganz schwierig zu handeln. Also da überhaupt Punkte zu machen, schwierig. Und man hat gestern natürlich Anubis gehabt. Gegen Aloha. Da waren sehr, sehr bekannte Namen dabei, auf jeden Fall aus verschiedenen Teams, aber ich glaube, der bekannteste war wahrscheinlich 8Kid, eine wunderbare AWP auch, starkes Team, lass mich da, ich glaube drei Serben und die anderen beiden, das habe ich jetzt vergessen, woher die gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir da dick auf die Schnauze gekriegt, 13-4 verloren, mega übel. Dafür jetzt direkt am frühen Morgen, es war gestern Abend übrigens um 22 Uhr ungefähr, dann war es zu Ende. Da musst du auch erstmal verkraften, verarbeiten, weil der Druck auf Big, auf die Spieler ist natürlich immens, ist riesig, die Fans sind super enttäuscht. Kann man auch so ein bisschen natürlich nachvollziehen, aber man ist komplett tilt, weil man natürlich als beste Orga auch den Druck verspürt. Die Fans wollen endlich wieder Siege sehen, die wollen eine lange Streak, die wollen einfach mal Big unter den Top 10 haben wieder oder 15 und nicht irgendwie die ganze Zeit am Umdümpeln. Ja. Das auf jeden Fall gestern der Qualifier, so nur Qualifier landen ja meistens, sage ich aber nicht im HLTV-Ranking, weil sowas passiert dann nur, wenn auch die Spiele auf dem HLTV irgendwann soweit sind. Ich glaube nachher dann halt, heute Abend geht es ja weiter an Tag 2 von dieser eSport World Championship und da passiert dann natürlich das eine oder andere. Für das eine oder andere Team kann man sich dann da registrieren oder wie auch immer. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wo Aloha landet. Ich würde es jetzt persönlich feiern, wenn Aloha sich sogar fürs Colts Qualifier qualifiziert, weil dann kann Big sagen, okay, wir haben das gegen das beste Team oder eins der beiden besten Teams aus dem Qualifier verloren. Alles fein soweit. Wir können trotzdem mal kurz auf den Desktop gehen, wie immer. Wir gucken uns Big an, wir kennen unsere fünf hübschen Jungs, Tapsen, Syuson, JDC, Prosus, Krimbo. Auch hier muss man sagen, man hat zwar den Kern, man sieht es ja auch an den Jerseys, Prosus, Krimbo und Tapsen eigentlich als Core-Line-Up dabei, Syuson und JDC sind aber neu mit drin. Ja, okay, wobei für Syuson ist wahrscheinlich kein Problem, da direkt zu adaptieren, reinzugehen. Aber JDC, für die ist alles neu, zum allerersten Mal bei Big. Trotzdem ist man unter der Konstellation, ich glaube noch nicht mal zwei Monate zusammen. Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist man Rang 37, hat nicht viel auszusagen, ganz klar. Sieht auch hier, Februar 23 gab es einen Peak nach unten. Aber so ist es halt manchmal, ja. Und auf der anderen Seite Leon. Die meisten Spieler sagen mir so direkt nichts. Ich glaube, Weasley habe ich schon mal gelesen. Der einzige, den ich wirklich kenne durch andere Teams, ist Facecrack. Und der ist, glaube ich, auch die AWP, bin aber nicht ganz 100% sicher. Facecrack auch eine Maschine, deswegen auf den müssen wir aufpassen. Ja, also ich denke mal, es wird auch ein interessantes Spiel. Wir gucken, wir können ja gleich mal hier nochmal fix reingucken, wie man gespielt hat jetzt hier bei Leon. Die haben gegen Lasercats 2-1 gewonnen. Spricht, wenn man jetzt so ein bisschen jetzt ganz frech ist, eigentlich für uns, weil Lasercats sehe ich jetzt nicht auf dem Level von den Teams, die dort da saßen, aber man hat sich schwer getan. Aber es ist auch CS2. CS2 ist wirklich so ein Nutshell-Ding, ist wirklich crazy. Ich muss mal kurz zurückschalten, ich wollte gucken, ob da welches Spiel jetzt schon losgeht. Bis jetzt passiert noch nichts, aber es sollte, glaube ich, hoffentlich gleich losgehen. Aber man muss ganz klar sagen, man darf sie nicht unterschätzen. Das kann alles passieren. Gestern im Qualifier haben wir es ja gesehen. Und deswegen gucken wir, was abgeht. Was ich geil finde jetzt von Big, nach der gestrigen Niederlage und auch für alle Fans, es ist ja wie du hast, ich weiß nicht, wie Spieler das allgemein, ob die überhaupt so nachdenken darüber. Ich denke jetzt gerade so von wegen so, okay, man hat vielleicht ein Trauma oder sowas
Und die wollen gleich ihr Trauma bewältigen und picken sofort Anubis wieder rein. Weil eigentlich ist Big ja super stark da drin. Ja, besonders in Go fand ich, CSGO waren sehr, sehr stark auf dieser Map. Aber CS2 ist halt irgendwie anders. Ja. Ihr habt es gesehen vielleicht noch, wenn ihr mitbekommen habt, gerade bei Team Leon ist es ein russisches Team. Ich weiß gar nicht, ich glaube, alle Spieler sind auch russisch unterwegs. Ja, alle russisch. Deswegen natürlich, der eine oder andere vielleicht denkt sich hier, mal gucken, was die so am Start haben. Aber ich bin da sehr, sehr, sehr guter Dinge, dass ja alles überall legit funktioniert. Denn warum sollte man sowas da, das ist krank. Das ist halt nicht cool, wenn sowas passiert. Deswegen, schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Partie und ich hoffe, es geht dann gleich los. Der Main-Kanal ist ja auch schon ein bisschen länger live. Sonix übrigens mit der dicken Watch-Party am Start. Der gute Red, der hat da sein PC geschrottet und kann, glaube ich, konnte nicht die Watch-Party starten. Irgendwas geht nicht mit dem OBS, auch ein bisschen bitter für ihn, der sonst immer dabei ist. Aber die quatschen hier noch. Die machen eine Dreier-Konstellation, eine Analyst, zwei Caster. Der Haze ist immer am Start, aber der Grimmy Runner, okay, sieht aber so aus, wenn es losgeht. Und ich drücke einfach mal nochmal F5. Werde die Qualität verbessern, aber ich glaube, der Mainstream ist immer ein Ticken vorne, so minimal extra so, damit man auf dem Main-Kanal da einfach mehr Action hat. Also, wir gehen rein, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Hier, Thunderpick World Championship, Europe Close Qualifier. Die Top 16 Teams. Und wir brauchen jetzt einfach mal ein wundervolles Game. Leon hat sich hier natürlich direkt nicht lumpen lassen, auf der T-Side zu starten. Weil das ist der Map-Pick von Big. Oben links kann man die Picks immer wieder sehen. Und Krimbo jetzt vielleicht jetzt hier mit der schönen Double-Berette einfach mal sneaky. Oh, was? Alter, die wussten jetzt, ne? Haben die ihn gesehen? Oh, frech, Alter. Frech hier. Von Elheim. Glaube ich auch schwierig auszusprechen, gerade diese Buchstaben hintereinander. Wir wollen eh unsere fünf Jungs. Wir wollen Prosus, JDC, Tapsen, Sjöson und Krimbo einfach jetzt hier eskalieren sehen. Deswegen sind wir da. Deswegen bin ich hier. Also Jungs, rastet aus. Jetzt Krimbi. Gönnen uns mal jetzt hier so richtig zwei, drei fette Bretter direkt zum Start. Das wäre das Beste, was wir kriegen können. Kleine Infoplay. Übrigens, zu der Map, zur Info, zur Überlegung, man startet auf der CT-Seite, deswegen auch eine ganz andere Situation. Was? Lame. EJ mit dem fetten Shot in das Gesicht von Krimbo. Keine Chance. Auch Sjöson fällt einfach direkt. Eieieiei, unglücklich. Jetzt aber der Reflex von JDC John. Gestern Abend schon heiß gewesen. 8 Stunden später gefühlt oder 11 Stunden, 12 Stunden später ist er immer noch heiß. Jedenfalls mit dem ersten Frag. 4 gegen 3. Tapsen, schön! Tapsen, der Shot jetzt hier gegen Facetrack. Auch der fällt. Jetzt geht's rein. Und dieses Lächeln dann, was man gerade bei Tapsen gesehen hat, in dieser Dings. Oh, aber Raging von hinten. Aufpassen. 2 gegen 2. Man hat keine Diffuse-Kill. Man muss das Gas geben. Man muss irgendwie jetzt hier die Tracks ziehen. Prosus fällt. Es ist nur noch der gute Tapsen. Oh, unmöglich. Schade. Schade. Schafft er nicht. Ohne Diffuse-Kill. Du hast jetzt keine Chance mehr. Damit geht die Runde an Leon. Aber nur gut. Werden wir verkraften. Ja, das war, der war eklig, der Shot hier gegen Krimbo. Tapsen nochmal mit schönen Zweien, aber hier von hinten halt eine super Position hier von Raijin. Dann konnte Tapsen auch nicht so machen. Im Endeffekt hat er versucht, das Duell zu suchen. Ob er jetzt halt dieses Duell gewinnt oder nicht, ist eigentlich egal. Die Diffuser kriegt er nicht mehr hin. Fullman's Deck auf dem B-Spot von Big. Aber Leon auf dem Weg Richtung A. Da geht man jetzt wahrscheinlich gleich rauf und dann mal gucken, ob Big da nochmal reinrennt oder nicht. Aber sie haben halt nur 5 USPs. Eine Flash bei Tapsen. Aber overall, die Runde ist klar bei Leon. Da müssen wir jetzt nicht gerade krass drüber sprechen. Müssen wir uns keine Gedanken machen. Danach geht die Partie los. Also, ich wollte nochmal darauf hinweisen, man startet diesmal auf der CT-Seite. Gestern beim 13:11 Niederlage gegen Aloha war es halt die T-Side. Und die lief gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, hier auf Anubis läuft es auf der CT-Seite aus meiner Sicht besser als auf der T-Side. Aber wir schauen, was heute passiert. Neuer Tag, neues Glück. Und
man ist auf der Seite jetzt hat angefangen dort, die ich auch persönlich mehr bei Big sehe, wo man sich Punkte klar macht und dann auf der T-Side einfach reinballert. Normalerweise ist es ja auch eigentlich so, dass man die Seite pickt, die schwieriger ist. Deswegen immer interessant, dass die meisten auf der T-Seite starten wollen. Anscheinend ist die nicht wirklich schwieriger. Eigentlich, weil es ja eigentlich eine Team-Map ist. Aber schau. Die Pilots brauchen wir jetzt hier nicht mal, ihr Lieben. Könnt ihr ruhig weglassen, Produktion. Das ist nur eine Pistol, Falls. Nur eine Pistol. So. Ich würde sagen, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Leon gegen Big hier. Waffen auf beiden Seiten. Keine AWP bei Susan bisher. Egal. Wir haben die Farmers mit Prosus. 4M4s. Let's go, Prosi! Und der Spray. Gar kein Problem. Face crack, mein Freund. Ja, denn Face ist einmal gecrackt. In zwei Hälften. Nicht mit Prosus im Connector. Regen. Schleim. Grizzly. Und AIDS. Also ein bisschen für den B-Spot aufgestellt auf jeden Fall. Und vielleicht geht man gleich vor. Jetzt einfach so richtig geil rumrennen. JDC einmal raus kurz pieken. Zwei wegknallen und wieder zurück. Das wäre mega. Aber ihr seht schon, die AWP drüben ist da. AIDS gönnt sich. Jetzt JDC mit dem Frag. Wunderschön, Prosus. Ja, ich weiß, er sieht gut aus. Aber John ist es doch gerade, der die Frags zieht. Gib uns John. John mit dem Double. Wichtiges Ding. Jetzt fällt Susan. Und dann kommt hier Tapsen rein. Tapsen. Uiui, gefährliche Sache. Krimbo kann hier die Situation klären. 3-1. Big ist vorne, meine Lieben. Big ist vorne. Und es sind noch 30 Sekunden auf der Uhr. Das sollte jetzt nicht mehr viel passieren. Man wird jetzt hier safen. Krimbo geht nochmal auf die Jagd. Aber so wirklich jagen kann er auch nicht, weil geldtechnisch sollte man auf CT-Seite auf jeden Fall aufpassen. Deswegen wird nur abgezielt, dass man da gar nicht erst vorbeikommt. Somit ist es die erste Runde für den Big Clan, meine Lieben. 2-1. Oh, nice. Oh, Krimbi mit JDC zusammen. Der war eklig. Auf die letzte Mühe kriegt man noch die AWP rausgeschossen. Und das tut den Tease richtig weh. Guckt euch an. Kein Geld bei AIDS. Klar, er hat sowieso gesaved ohne Plant. Ja, wer sich wundert vielleicht, wer sich nicht ganz auskennt, warum hat er jetzt nicht so viel Geld bekommen. Man kriegt da jede Runde Geld, wenn man halt verliert. Je nachdem. Auf der T-Side ist es halt so, wenn du überlebst, ja, und speicherst oder savest, kriegst du nur Geld, wenn du vorher die Bombe gelegt hast. Die CTs zum Beispiel, die können immer safen und kriegen immer Geld. Das ist halt der Vorteil sozusagen so ein bisschen. Wenn du halt nicht den Plant gebracht hast, kriegst du auch kein Money, wirst nicht belohnt, wirst eher bestraft dafür, dass du safest so ein bisschen, je nachdem natürlich, was für Waffen du safest. Und deswegen, jetzt hier dieser Frag war richtig viel wert. JDC jetzt hier in der Ecke. JDC wieder am Start. John, Junge. Oh, jetzt wird er geholt von Ragen. Da vielleicht ein bisschen zu viel, aber warum nicht? Er muss ja Infos holen. Trotzdem immer noch zu dritt dort. Die Jungs von Big. Jetzt wird vielleicht ein bisschen rotiert von Tapsen. Der wartet hier noch, wirken Contact. Man hat sonst leider keine Informationen. Wenn man an das Spiel von gestern denkt, von Alor, die haben immer direkt fast schon gefühlt parallel, nachdem die da Stress irgendwo war, so ein bisschen aggressiver die versucht, Info zu finden. Aber eigentlich ist es genau richtig, wie Big es jetzt hier macht. Die haben halt keine Info. Warum sollten sie irgendwo peaken in der Mitte, sonst irgendwas, dann heißt es Probleme. Und wir sehen ja, die Tees kommen in die Mitte. Und Tapsen ist schon da, genauso wie, wer ist dahinter? Ich bin nicht ganz sicher. So, fällt Tapsen, macht nichts ein. Tapsen! Nicht die zwei, aber Krimbo ist da. Krimbo hilft und rettet hier dieses Duell im 3 gegen 3. Vorteil wieder für Big. Und Ragen mit seinen 22 HP, der hier nichts mehr hat, der gut angeschlagen wurde von dem guten John. Hat jetzt die Tech-9 gehabt, hat jetzt die Vagalil. Geht jetzt in Prosus Richtung, aber der regelt 2-2 Ausgleich. Big kriegt die zweite Runde in Folge und das war sehr wichtig. Damit schickt man Leon erstmal zurück in die Echo. Da ist John, kein Problem, den ersten. Krimbi, wunderbar. Wichtige Shots.
Und dann ist es Brot. Schöne Sache. Weiter geht's. Hey, Big. Im Vormarsch. Und ich finde jetzt die CC-Seite sofort, es fühlt sich viel besser an. Ja. Dort zu starten, es einfach, liegt ihnen einfach mehr. Ich hoffe, man wird sich das daran erinnern und es immer so machen. Aber mal gucken. Man muss natürlich auch die T-Zeit pracken und das unter official Bedingungen. Krimbo muss aufpassen. Susan ist da. Krimbo 1. Krimbo 2. Krimbo macht die 3. Kommt weg. Susan verschießt. Susan. Uiuiuiuiuiui. Dankeschön für die Mollo. Krimbo regelt und macht das 4K bzw. Ace, oder? Ace für Krimbi. Schönes Ding. Klar, es ist eine Pistole auch wieder. Wenn wir das machen, sieht es immer gut aus. Wenn die Gegner das machen, Schmutz. Ihr wisst Bescheid. Ganz klar. Wir sind ja hier für Big. Für den Big Clan. Alles andere ist unwichtig. So, ich trinke jetzt hier Ananassaft mit Melone selbst gemacht auf meinem wunderbaren Slow Juicer, aber das ist nicht gut beim Cast. Beim Cast immer nur Tee und Wasser. Viel besser. Auf Zimmertemperatur. Süßer. Ah, relativ weit vorne. Und diesmal am Connector. Prosus ist nicht weit weg. Hat aber jetzt nicht viel zu tun, wenn Susan da vorne steht. Der trifft auch gerade noch nicht so ganz seine Shots in letzter Zeit mit der AWP, letzten paar Spiele. Aber jeder weiß, der Susan kennt, der ist eine Maschine. Der wird jetzt einfach vorgehen, 100% so richtig aggressiv. Die Frage ist halt, ob er auch so aggressiv aufspielen darf, jetzt hier bei Big. Das ist halt manchmal so ein Punkt. Bei Zero Nation hat er mir sehr gut gefallen, weil er halt so zu frech war, so dreist. Einfach nach vorne gegangen und dann gepiekt. Jetzt vielleicht Ragin gleich in den Problemen. Ragin und weg ist er. Schön, da ist auch der angesprochene Susan mit dem Frack Nummer 1 in dieser 6. Runde für Big. Und dann wird John vorgeschickt für die Info. Und ich weiß nicht, ob GM reinguckt. Und tschüss, mein Freund. Da passt man nicht auf. Und diese Infos jetzt hier auf der CT-Seite, genau die sind es halt, die man nach vorne bringen können. Doppeldeckung, Krimbo. Und das ist nicht schlecht, weil Taps ist unbekannt. Taps biegt rein. Double Frack und der 3K. Taps ihn. Yo, da ist er. 4 zu 2, Big, mit der nächsten Runde. Das fühlt sich einfach, das ist Bombe. Wie ausgewechselt. So macht es doch Spaß. Kein Vergleich zu gestern. Klar, ist auch ein anderer Gegner. Aber man konnte sich besprechen. Heute ist man vielleicht besser drauf. Und halt, wie gesagt, wir haben jetzt schon 6 Runden gespielt. Da war das ja schon vorbei. Der Aloha hat ja massive CT-Seite gespielt. Wie viele Runden haben wir gestern bekommen? Ich glaube nur 2. Das war halt echt wenig. So, Deagles. Tech 9. Keine Glock sich auch. Und der Mac-10 bei Face Greg. Für Leon. Machen halt natürlich eine kleine Mini-Force. Aber nicht wirklich krass. Aber die Deagles können immer reinscheppern. Deswegen muss man immer aufpassen. Den Boost hat man auch gerade mitbekommen. Da hinten durch Prosus. Hat man ein bisschen was gesehen. Für die Mitte wahrscheinlich. Über die Smoke zu boosten. Damit man da was sehen kann. Jetzt kriegt hier Prosi nochmal ein paar Utility-Dinge. Kann hier gleich dann für Connector-Play was bringen. Aber keiner ist in der Mitte. Jetzt muss man zurückrotieren. JDC ist unterwegs. JDC wird hier gleich dick facen. Und zwar mindestens 3 Leute, die dort warten. Wir sehen, einer ist vom Connector unten im Wasser, der andere chillt noch vom A-Spot und will da nochmal Action machen. Es ist JDC, es ist John. John muss den Frag ziehen, unbedingt jetzt hier. Schön von Tapsin. Der Lenker kann ablenken von der anderen Seite. JDC ist auch aware, kein Problem. Prosus fällt gegen Face Greg, aber Susan, schönes Ding. Das war auf jeden Fall die Hüfte von Face Greg. Solide Tapsin, linke Seite. Oh, die Deagle hat einfach nur reingerannt. Der war sloppy. Und jetzt hat man noch 20 Sekunden Zeit. Man kriegt die Situation mit. Krimbo muss regeln. Krimbo 1, Krimbo. Die Tech 9 kann nichts machen gegen Krimbi. Stark, schön. Auch bei dem läuft's. 5 zu 2, Big. Baut die Führung weiter auf, meine Lieben. Haben auch eine solide Winstreak. 5 Runden am Stück haben wir jetzt geholt. Aber ansonsten läuft's hier bisher sehr, sehr gut. Wieder natürlich nur Deagles hier. Tapsen vielleicht ein bisschen langsamer vorschleichen und dann wäre es gewesen. Wahrscheinlich, wie man Tapsen kennt, wahrscheinlich also komplett selbstkritisch und sagt selber, scheiße, was habe ich da gemacht?
Aber am Ende hat man ja seine Bank Grimbo da. Und die anderen waren ja auch schon in der Rotation. Also alles gut, kein Plant. Aber Geld war da. Es war halt nur eine kleine Echo. Mini-Force, Mini-Mini-Mini-Pistol. Und deswegen wieder die Waffen. Aids mit der AWP, 4 AKs. Und da ist der erste Frag hier von der AWP. Die Molo kommt natürlich sehr gut. Da kann man erstmal nicht weiter reinpieken. Prosus braucht aber Support. Der smoked sich nochmal am Connector rein. Rotation ist auch da. Wir haben Tapsen jetzt auf der Seite beim B-Spot. Und vielleicht Krimbo findet hier den Spieler, aber der ist in der Smoke drin. Susan supportet Krimbi, der kann rausgehen. Tapsen mit dem Frag, aber dann ist es doch Krimbo. Oh nein! Oh, schade, der guckt im richtigen Zeitpunkt hin, aber Susan ist ready. Und plötzlich ist Facekick alleine im 1 gegen 3. Prosus peakt, fällt gegen Facekick. Tapsen muss das Duell eigentlich gewinnen. Tapsen schafft es auch nicht. Plötzlich ist 1-on-1 jetzt hier. Susan. Oh man. Jetzt wird's kritisch. Ab ins Wasser. Er geht den langen Weg. Hat denn die Fuse-Kit? Hat er auch. Der Plant geht jetzt erst durch. Hallo, Kati. Und jetzt bin ich gespannt. Liegt da draußen irgendwo eine AK, irgendeine Waffe? Du hast genug Zeit noch, weil du es gefuse-Kit hast. Aber es wird echt haarig. Aber aus dem Winkel, wo er kommt, die Position von Facecrack ist unglücklich. Und wenn er jetzt direkt abzielt, könnte er ihn finden, hinten in der Ecke. Ist eine Molo? Hat er noch irgendwas? Er hat noch eine Molo. Werft er doch rein, Digga! Nein! Da hat man sich nur zu sehr auf die Smoke und dann den Ninja Diffuse verlassen. Schade. Aber man weiß ja auch nicht genau, wo der Spieler ist halt, ne? Damit müssen wir leider eine Runde abgeben, aber Facecrack hat es hier auch gerade gerissen. Müsste eben auch zugute sprechen in dem Moment. Er hat den 3 klar geklatscht. War natürlich auch unlucky. Man hat halt, ja, man ist einzeln reingelaufen. Nicht so einfach. Bei Big ist das Geld jetzt auch weg. Aber man hatte ja genug gehabt. Viele neue Waffenrunde. Deswegen die Granate. Wunderschön hier von Tapsen. Ah, die Eingang mitten im Krimbo ist ja da. Oh, was für ein Duell jetzt hier schon wieder. Super gefährlich. Die Molo jetzt am besten schmeißen einfach. Die sind schon auf dem Spot drauf. Jetzt wird es gefährlich. Facecrack ist da mit den anderen drei Leuten. Die anderen Jungs müssen rotieren. Krimbo hat sie alle durchgelassen. Jetzt vielleicht der Frag. Oh, aber dann wird er gebaitet. Und es ist JDC mit einem. Keinen zweiten. Wieder das 2 gegen 2, aber man weiß, wo der eine Spieler ist. Einer ist on site, der andere unbekannt. Wir brauchen jetzt diese Runde für Big. Der Retake ganz klar machbar. Molo ist perfekt. Trifft sie auch den Gegner. Grizzly ist bekannt, jetzt angeschossen. Jetzt muss natürlich irgendwas passieren. Man versucht es hier irgendwie. Und wo ist der andere? Wo ist der Spieler hinten? Aids holt den Frag und es ist Prosus. Mit dem Double Frag jetzt hier, aber die Bombe tickt zu schnell. Da hat sich viel Zeit gelassen. 4 zu 5. Leon holt sich die nächste Runde. Schickt damit Big. Wahrscheinlich eher die kleine Mini-Echo. AWP safen. Schade. Ah, kommt er nicht mehr ran. Oder? Hat er es geschafft? Nein. Schade.
Runde Nummer 10. Big jetzt, wir sehen es in der kleinen Pistol Force. Eigentlich nur bei zwei Spielern, glaube ich. Ne, da kommen ein paar mehr dazu. Und die eine Hero M4 bei Prosus, der gerade überlebt hat. Und Leon kann jetzt ausgleichen und mal gucken, ob es noch mehr Punkte gibt. Ich hoffe, Big kann jetzt mehr Punkte draus machen. 5 Runden sind schon mega gut. Und eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich eine Team-Map ist. Prosus. Oh, was? Er hat zu viel Steps gemacht gerade, weiß ich nicht. Vielleicht die Waffe wechseln. Jemand anders. Er bleibt immer noch an der. Ich bekomme hier gerade ein bisschen Angst, meine Lieben. Man kann die Runde holen. Wenn wir sie jetzt holen würden, jetzt hier aus Sicht von Big, das wäre richtig sick. Das wäre so geil. 3 Deagles. Krimbo hat die M4 bekommen. Rose spielt jetzt die Deagle. Der offensive Play ist super. Vom B-Spot aus. Und man weiß, es scheint wohl der A-Spot zu sein. Möglicherweise. Da muss man aufpassen. Nur ein Spieler on site. Es ist Tapsen. Mit der P250 auch nur. Geht man doch nochmal da hinten nicht hin. Man bleibt erst cool. Man weiß halt nicht, was abgeht. Und dieser Train jetzt hier wäre krass. Wenn man jetzt die Bombe irgendwie erwischen würde. Im Timing. Vom Allerfeinsten. Dann müssten sie zurückrotieren. Das würde das ganze Spiel kaputt machen bei Leon. Daumen drücken für Big. Da geht einiges. Das Timing ist gerade echt gut jetzt hier. Die Mitte. Jetzt hat man den Spieler hinten gesehen. Raging hat den Spieler gesehen hinten. Aufpassen. Ey, holt sich Susan. Bombe rotiert drauf. Was macht Tapsen? Er hört die Steps von überall. Tapsen bleibt cool. Tapsen! Ah, ja, komm schon! Der hat sich falsch benommen. Aber das war wichtig. Aids kann man beinahe vielleicht rausnehmen. Da gibt es nochmal eine Flash. Der ist golden. Jetzt muss man ihn bloß wegpushen. Schafft man nicht mehr. Man geht safen. Man nimmt die Deagles mit. Und die M4. Es ist wichtiges Geld. Wir haben ja immer noch dann danach noch 2 Runden zu spielen. JDC wartet auf den Exit-Frag. Vielleicht geht da noch was. Oh, so schönes Ding hier nochmal. Man sieht ja, Facequick auf der Jagd. Der möchte unbedingt eigentlich nicht, dass die Spieler hier überleben. Schade. John findet keinen mehr. Das wäre cool gekommen. Ich würde sagen, Prosus Frack mit der Deagle war die krasseste Szene jetzt hier gerade in dieser Runde. Alles andere. Naja. So, Daumen drücken für Big. Jetzt bitte 2 Runden am Stück noch holen. Nächste Runde hätte man natürlich noch ein bisschen was, aber nicht das Beste. Wenn man natürlich 2, 3 Leute zurückschickt, um zu safen, wäre es gut. Und der Tempowechsel von Leon ist natürlich auch sehr eklig. Man ist schon direkt in der Mitte am Start. Da gibt es die Flash. Man smoked schon ab. Jetzt ist man hier zu zweit, aber zurück am A-Spot. Also alles gut. Und Tapsen in der Mitte dabei. Susan, wichtiger Frag jetzt hier gegen Jlame. Was macht Tapsen jetzt hier? Der sieht hier Radio. Oh, oh, da nimmt ihn raus. Der kann nichts machen. Tapsen wird aber auch gut angehittet. Vorteil für Big. 3 gegen 5. Jetzt los diese Runde nicht abgeben. Es ist immer noch nicht durch, immer noch schwierig, aber wir sehen hier den wunderbaren John De Castro, der schon wieder vorpusht nach vorne und könnte hier gleich der Neckbreaker sein für Facecrack, meine Lieben. Facecrack, adieu. Das Timing für John ist perfekt. Komm, John, trau dich. John kommt vor. John mit dem Facecrack-Move. Ich sag dir, er nimmt das Facecrack raus, das war's. Facecrack fällt. Die Minimap wird uns nicht gezeigt, dass da drüben mal Action gerade ist und die Bombe ist gedroppt. Jetzt hat John so viel Info geholt, so viel Zeit. Jetzt geht's nochmal ran. Will sie die vielleicht rausnehmen? Jetzt wird es schwierig für John. Der muss nach vorne pushen. Von der Seite kommt jetzt der andere Spieler. Aids. Hallo, chillt er mal um, Alter. Schön von Jus. John, Alter. Junge, macht er die Frags. Keine Ahnung, was die Produktion hier macht. Die Frags sind nicht drauf. Schade. Aber die Bombe ganz weit weg. Nur noch Aids am Leben. Einfach safen. Ich denke, das Ding ist ganz klar durch. 6 zu 5. Big kriegt die nächste Runde. Sehr, sehr wichtig. Da wird die AWP wieder gesaved. Diesmal geht es auch klar. Im Vergleich zu der, was war das, 4. Runde, 5. Runde. Die hat jetzt 3-6 noch. Er kann droppen für einen der Mates. Weasley und der Ragin können selber kaufen. Und die letzte Runde wird auf jeden Fall nochmal heiß, meine Lieben. Wird heiß.
schönes Ding von John. Natürlich Tapsen. Brauchen wir jetzt hier noch. Ja, JDC. Jetzt hat man JDC drauf. Wunderschön. Die Produktion hat doch JDC drauf gehabt. Wunderbärski. Da ist er doch. Diese beiden Frags. Die erste war der wichtigste gegen die Bombe. Und da konnte Leon nichts tun. Rein geht's. In die letzte Runde dieser ersten Halbzeit. Auf der ersten Map. Der Map-Pick von Big. Schönes Ding. Facecrack holt. Wird geholt von Susan. Jetzt smoked er mit der... Das ist nett von dem Tierspieler. Danke, dass du absmokst für uns. Also habe ich so auch noch nicht direkt gesehen, dass der Tierspieler absmokt für uns, dass man da erstmal keine Utility werfen muss. Merci beaucoup. 4 gegen 5. Alles noch drin für beide Teams. Diese Granate, Junge. Wie viel Schaden hat die denn gemacht? Wesley, Bruder. Der ist leider raus. Krimbos Granate, die war ja so heftig. Die hat wehgetan. Ich habe noch nie eine Granate gesehen, die hier 90 Schaden macht. Hat er keine Rüstung an, oder? Er hat keine Rüstung, der Kollege. Deswegen ist er so krass weggebrutzelt hier beinahe. Oh, mieser Bait. Prosos auch weggenommen. Keiner hat gesmoked. Nix. Was war das denn? Und der B-Spot ist gefallen. Ay, caramba. Das ist bitter gelaufen. Auf einmal drehen die nochmal die Runde hier. Die T-Smoke war dann doch anscheinend perfekt aus der Sicht der T's. Gab es auf jeden Fall Kommunikationsprobleme. Jetzt versucht man den Reset zu spielen. Hier Krimbo und Tapsen plus Susan. Tapsen 1, Tapsen 2. Oder das ist Krimbo. Aber der eine ist bekannt. Junge, das ist nice. Schön gemacht. Der Fuse geht auch noch durch. Was für ein geiler Retake. Kein Verlust. Big kann es, wenn sie wollen. Seht ihr das? Big kann es. Schön gemacht. Ich habe wirklich gedacht, die Runde ist weg. Aber dann kommt diese Drei-Männer-Armee hier. Und sie nehmen mal kurz den Spot auseinander. Ja, John und Prosus haben sich da gerade so ein bisschen misskommuniziert wahrscheinlich. Ich habe mir auch die Utility nicht mehr gehabt, um zu smoken. Und manchmal ist es auch das Timing halt, ne? So oft versuchen die Pros natürlich so viel wie es geht aus Zeit zu spielen mit der Smoke, mit der Molo. Damit man die so spät wie möglich einfach werfen kann. Umso später du die rausbekommst, umso mehr Zeit brauchen die Tees, irgendwie auf den Spot zu kommen. Jetzt bin ich gespannt. Pistol, Round Nummer 2. Und Big braucht sie bitte direkt. Damit es nach Pistols 1-1 steht. Und dieses Mal bitte so richtig schön spielen. Großer Faktor jetzt hier natürlich in dieser Situation auch. Wir werden sehen, wie es jetzt läuft. Big kann die Map spielen eigentlich immer die Spots sehr late an. Wenn man natürlich jetzt wie gestern Aloha teilweise sehr aggressiv geht an manchen Spots, für die Info, dann nimmt man die gesamte Taktik von Big Hops. So, wichtig von Tapsen, der noch draußen steht. Jetzt sind sie alle da. Aids fällt auch direkt durch Prosos. Wesley muss erstmal auf seine Mates warten. Rotation kommt. Steps hört man auf jeden Fall bei JDC. Der weiß, jemand kommt übers Wasser. Also Connector muss man abdecken, dank Prosus. Bestimmt wieder zieht schon wieder ab bis jetzt. Jetzt kommt die Double Beretta. Prosus gegen Double Beretta. Keine Chance für Prosi. Susan muss aufpassen. Rechts von ihm, Klaus, steht einer schon. Sehr weit offensiv. Susan, den nimmt er noch mit. Wenigstens einen. 3 gegen 2. Man hat nochmal 2 Spieler rausgenommen. Jetzt hier bei Big auf jeden Fall. Grizzly auch nochmal. Ein Facekick auch noch. Es ist nur noch Krimbo. Muss aufpassen. Er muss irgendwie das Ding verhindern. Das Duell muss gewonnen werden. Schafft er nicht. Der Diffuse geht durch, oder? Ja, schafft man. Leon, 6, Big 7. Das sah so gut aus. Es sieht immer manchmal so gut aus. Und auf einmal passiert irgendetwas. Krass. Ah, Facebook hier, ne, jetzt gerade. Hat JDC auch direkt geholt. Ja, das war bitter. Obwohl man alle Infos eigentlich hatte, ne. Schade. Schade für Big. Aber der plant. Den hat man ja durchgezogen. Und das ist natürlich schon mal die halbe Miete. Deswegen gibt es auch direkt den Force. 3 Galils, Tag 9, Galil. Und wer ist natürlich wieder der Support-Player? Unser Legendenspieler Tapsen. Immer am Supporten. IGL und Support zugleich. Und trotzdem noch auf Scoreboard die meisten Frags. Das musst du erstmal bringen. Du supportest. Du quatschst die Leute voll, damit sie nicht denken müssen.
Bist auch 5 Gehirne in einem. Und dann machst du noch die meisten Cracks. Das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste er wahrscheinlich am wenigsten machen. Die anderen müssten so eskalieren. So. Die Jungs von Big stehen jetzt hier vor Marsport in der Mitte. Schöne Smoke jetzt hier von Jame. Muss man ihm lassen. Und vielleicht jetzt nochmal den Split oder zu rotieren Richtung B. Und da einfach mal jetzt die Aids rausnehmen. Der hat halt nur eine Scar. Nee, der hat eine AWP. Was? Da verspreche ich mich direkt. Der hat eine AWP. Jetzt Prosi einmal rum und direkt ins Gesicht. Der genau so habe ich mir vorgestellt, meine Lieben. Und er drückt auch direkt rum. Wichtig jetzt hier. Schön von Prosus den Zweiten. Er hat seine AK wieder in der Hand. Jetzt kann er wieder richtig eskalieren. Und er hat die ganzen Steps. Krimbo! Schön gemacht. Die Info hat man auch. Man weiß genau, wo die T-Spieler sind. Krimbo wird vielleicht fallen. Aber das ist egal. Wenn er noch einen mitnehmen kann. Das wäre so wichtig jetzt hier. Und er macht noch einen. Krimbi geht weg. Kommt der hier raus komplett. Krimbo, schade. Aber richtig gut. Aber dann ist JDC da. Was? Hallo? Jetzt wird's gefährlich. Jetzt kriegt man ja nochmal eine Chance. Jame. Hat aber keinen. Doch, hat die Fuse gezogen. Der kann nochmal angreifen. Der ist heiß jetzt, eh? Ah, jetzt sagen seine Mates, komm, hau ab, Junge. Geh safen. Die haben viel mitnehmen. 8 zu 6, Big. Kontert hier. Schicken Leon. In die Force mit der Hero M4. Runde 15. 5 Runden noch entfernt davon, die erste Web zu holen. Am besten ohne Overtime. Einfach clean durchrasieren. Ist okay, mach die Werbung wieder weg. Wir haben sie gesehen. Jetzt nochmal. Ist das im Mainstream auch? Die ganze Zeit die Werbung? Nee, da nicht. Da haben die das nicht. Muss ich dir mal ansagen. Schönes Ding von Big. Krimbo mit dem Double. Beziehungsweise einen nur tapsen einen. Wir versuchen natürlich besser draus zu machen. Jetzt hier mit dem kleinen Bildschirm. Sorry dafür. Ich hoffe, es wird gleich hier gefixt. Sirson passt auch auf. Und damit geht es schon wieder in den Safe bei Aids und bei Ragen. Die haben natürlich nur Pistols jetzt noch da drüben. Die M4 hat man auch verloren. Tapsen, aufpassen. Ragen steht close. Die Pistol war feurig. Die AK kann man mitnehmen. Und definitiv. Werden wir jetzt hier getrollt. Ich hoffe, es wird gleich gefixt hier. Wir haben es angesprochen jetzt im Discord.
Muss ja schnell gehen. Weil das ist natürlich auch schon sehr nervig. Es ist halt krass, dass sowas im Cleanfeed jetzt hier ist, aber im Mainstream ist es nicht. Irgendwas wurde falsch gedrückt. Ich hoffe, wird gleich wieder weggenommen. Markiert haben wir die. Und ich weiß halt auch nicht, wer produziert heute, dass man da den richtigen Admin anschreiben kann. Also, wir hoffen einfach mal, dass es gleich irgendwie weggeht irgendwann. Wie auch immer. Dauerhafte Werbung. Thunderpeak. Big gegen die Pistols. Eine Hero AK bei Ragin, der hier gerade natürlich Tapsen Hops genommen hat, aber ist halt nicht so schlimm. Wir führen 9-6 und es sollte eigentlich das 10-6 sein. Krimbo. Prosos, gute Mollo. Es geht Richtung den A-Spot. Erwarten 3 CTs. Jetzt haben wir Sack bekommen. Schön gemacht von Krimbo. Golden trotzdem perfekt. Antizipiert Tapsen in der Mitte. Passt auf, Tapsen. Links die zweite. Tapsen fällt. Die 5-7 schon wieder stark. Aber den Plant kann man locker durchbringen, wenn man möchte. Sollte man bloß langsam auch ein bisschen executen hier. Mit den Mollos, mit den Granaten, was auch immer, Smokes. Und wieder ein Frag gegen uns. Aber GM einfach in der Smoke geholt. Und Prosos auch aware. Aufgepasst. 10-6. Double Digits für Big Clan. Leon bleibt bei den 6 aktuell. So wichtig. Kati, ja. Das kann ja auch sein. Das ist halt. Ganz ehrlich. Ich muss ehrlich sagen, die stellen uns ja for free den Clean Feed vor. Schöne Dinger hier. Aber natürlich besser von Big. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie gesagt haben, ey, mach mal hier eine Minute ran. Weil man hat ja auch gewisse Regeln, die man einhalten muss. Wie zum Beispiel mein Bot, der die dauerhafte jetzt alle 7 Minuten soll er diesen Link halt spammen. Ist halt so. Das ist die Anweisung von oben. Damit man die Rechte hat, hier Community Card zu stellen. Ich muss mir mal von Kaisi sagen lassen, wie man einen Server aufbaut. Weil dann gibt es ja auch einen anderen Link. Oh, schade, Sion! Schön von Krimbo. Krimbo weiter mit mir haben. Da hält er ihn noch. Tapsen parallel auch noch ein. Auf einmal nur noch zu zweit bei Leon. Es ist die Waffenrunde der CTs und irgendwie werden die einfach gerade zerfetzt. Big läuft gerade sahnig. Was ist heute? Wir brauchen eine Analyse. Was ist heute anders als gestern? Es läuft so viel besser als gestern im Qualifier. Also für mich persönlich, die größte Faktor ist, man hat auf der CT-Seite gestartet. Ich finde, Big sollte immer auf der CT-Seite starten. Dann läuft es einfach 10-mal besser. Jedenfalls auf Anubis. Und den Server aufsetzen deshalb, für mich hier, weil dann kann man eine bessere Qualität empfangen von der Produktion, anstatt über YouTube, weil YouTube kann halt nicht besser irgendwie. Das wäre natürlich auch cool für so eine Dinger, muss ich mal mit ihm quatschen. Ich habe ja einen PC hier noch. Vielleicht kann ich meinen Stream-PC als Server-PC irgendwie umbasteln, den alten. Das wäre natürlich auch mega. Oh, Granate, Mollo, oh, schade. Das stimmt, aber ich glaube, es könnte sein, dass Wisley, in dem Fall, ja, schönes Ding von Krimbo hier, ne? Parallel tapsen. Müssen wir mal reingucken, ob der halt als Stand-In heute dabei ist. Kati, weißt du? Das weiß ich halt nicht. Manchmal gibt es ja dann halt die Sachen, dass man halt dann Stand-In hat. Müsste man sich anschauen. Aber steht nichts da, also. Manchmal gibt es ja Verhalte vor als Info. So, meine Lieben, zurück zum Fokus. Auf dieses Spiel, Big 11, Leon 6, jetzt hat man natürlich nochmal Waffen und jetzt vielleicht mit der Chance, aber AIDS passt auf, holt sich Krimbo. Diesmal kann er kein Double setzen hier. Man ist eine Unterzahl bei Big, man muss aufpassen. Geldtechnisch sieht es aber sehr gut aus, Krimbo mit fast 9k, Sioser 9, Tapsen 700, okay. Wahrscheinlich, wenn Tapsen auch 16k hätte, würde er immer die anderen droppen. Prosos versucht sie an seinem Connector mit der Bombe. Man kennt ihn.
Das wäre natürlich jetzt hier was ganz Feines, wenn er den Frag ziehen kann gegen Raijin. Was? Ach, Lecko Mio, Alter. Schön vertapsen. Wichtiges Ding. Der holt sich dafür direkt den Frag gegen ihn. Der hat halt nichts mehr gehabt. So ein kleiner Fake. Aber direkt der offensive Play vom Gegner. Jetzt bloß aufpassen. Die kommen aggressiv ran. Oh mein Gott, hinter dir. Oh, Susan ist raus. Kommt gerade noch so weg. Susan, der kommt gerade noch so weg. Nein, doch nicht. John, keine Chance hier. Schöne Runde von Leon. Bitter für uns. Aber wir, alles gut. Wir sind hier auf dem Vormarsch. Richtung Sieg. Ja, das stimmt schon. Ja, im Endeffekt auf so einem hohen Level wahrscheinlich als Spieler sollte man versuchen, irgendwo auch mal ein Foto gemacht zu haben. Ist halt die Frage, wie professionell man selber ist, auch als Spieler halt, ne? Mal ein Foto wo reinladen. Ah ja. Ist nur ein Spieler. Am Anfang im Mainstream, glaube ich, hatten sie selbst nicht mehr Spieler, als die 5 Spieler vorgestellt wurden. Jetzt wurden die reingeladen, die Bilder. Vielleicht hat man die schnell noch, die Bilder sich geholt von HLTV. Aber das sind nicht die Bilder von HLTV, würde ich sagen, die man schnell reingeladen hat. Genau dieselben Bilder hast du auch bei, da drüben. Also im Endeffekt musst du ja nur ein Bild hochladen auf HLTV. Wenn ich jetzt richtig bin. So, Biggie. Biggity Big B. Tapsen für die Mitte. Bisschen für die Info, ein bisschen ablenken. Forst hier eine Smoke. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, über den Connector auf den B-Spot zu gehen. Da ist man nämlich nur zu zweit. Und Prosus macht den Opener. Facebook alleine, der braucht Support. Und die TTs reagieren gar nicht. Jetzt wird es hier schwierig für die Gegner. Prosus fällt. Wo bleiben die Big-Spieler? JDC erfolgreich. Die nächsten. Die Smokes liegen. Die Mollo kommt rein. Man hat alles ausgecheckt. Und jetzt wird es kritisch für Leon. Die brauchen jetzt den Sneaky Play. Man hört die Krimbo. Krimbo, zeig mir Krimbo. Krimbo passt auf, hört die Steps. Krimbo. Krimbo. Der macht eine, lässt sie durchlaufen. Stark gemacht und tschüss, Nummer 1. Und der andere muss hinten in der T-Base sein. Oh Mann, ich dachte jetzt, er zeigt mir gar nicht mehr Krimbo. Ich flippe hier gleich aus, ey. Wizzly wird angeschossen. Wizzly wird gehandelt von Krimbo. Junge, der ist heiß. Krimbo, schön. Mach aus Krimbo, Krimbo. Oh, JDC, schön. 12 zu 7, 5 Matchbälle für Big. Da sind sie doch, meine Lieben. Da sind sie doch. Alle, die gestern gemeckert haben in Qualifier. Es war ein Qualifier. Best of one. Ja. Was soll Leon jetzt sagen? Wir können auch sagen, scheiße, wie, so haben wir jetzt gegen so ein Noob-Team verloren vielleicht oder so. Ja, je nachdem. Deswegen, BO3 ist alles möglich. Beide Teams haben die Chance. Leon kann ja auf ihre eigene Map auch wieder zurückkommen. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt erstmal einen Punkt gemacht haben. Und ich sage, wir beenden das Ding jetzt. Jetzt wird Feierabend gemacht. Weg hat die Schnauze voll. Flasche ist nicht leer, ist voll. 13-7 jetzt. Komm schon. Big Miley. Zeigt uns jetzt eine wunderschöne Runde. Grizzly kriegt die Smoke ab. Da muss er sich zurück. Da kommt eine Kontermolo für den Go. Grizzly ist noch on site, geht aber aggressiver sogar ran. Wir haben den dritten Mann auch dabei. Die guten Jlame. Der die Mitte immer wieder abcheckt, hier aus Sicht von Leon. Und Big macht es sehr, sehr gut. Jede Position wird gerade in der Mitte abgecheckt, damit hier eventuell JDC nach vorne kommen kann. Da kommt ist noch eine Smoke, eine Granate. Man muss den dritten Spieler jetzt weiter in der Mitte auf positionieren, weiter offensiver. Oder er positioniert sich offensiver. Dadurch hat man vielleicht jetzt Raum jetzt hier, wenn man jetzt am Main kommt. Der Execute, nochmal ein zweiter, hat man noch Utility, ein bisschen hat man noch, da könnte noch was reingehen. Big jetzt mit dem nächsten Ballerina, kommt die Mollo für die Mitte, damit man nicht durchkommt. Die kommt aber nicht an, leider unglücklich gelaufen mit der Mollo. Aids holt sich ein, dann gibt es den Reflex von Zyrson. Aids macht den zweiten, das ist gefährlich. Wir brauchen noch mehr Tabs in den ersten. Wichtiges Ding jetzt hier, der Opener, Krimbo ist da, noch eine Granate. Krimbo macht zu viele Steps, ist noch unbekannt, springt er wieder runter, die Bombe ist gelegt. Big mit der Mega-Chance, Big im 3 gegen 4, 2 MP9s. Keine Utility mehr bei den CTs, noch eine einzige Smoke bei Face Crack. Ansonsten war das gerade die Mollo. Jetzt muss nur Krim. Tapsen aufpassen. Tapsen an der AWP. Tapsen an der AWP. Boom, Nummer 1. Und dann war es vorbei. Wie schnell war das denn? Tapsen, JDC, 2 Krimbo, einen. Und diese Map Nummer 1, meine Lieben, geht an den Big Clan. Perfekt.
13-7. 13-7. Hab falsch eingetragen. Warum? Wir sind noch nicht auf Ancient. Da wollen wir auch nicht mehr hin. Wir machen jetzt 2-0 klar und dann ist alles gut, meine lieben Freunde. Also wunderschöne Partie. Schöner Finisher zum Schluss. Der Retake nicht machbar von Leon. Wunderbar. Wunderbar. Ich will trotzdem mal kurz wissen, bevor wir jetzt kurz in die kleine Werbung gehen und Pause. Auf wen treffen wir eigentlich? Ach ja, auf Gamer Legion. Also auch einer deutschen Orga, würde ich sagen. Die sind ja deutsche Land ansässig, aber das Team ist komplett international. Wird auch ein interessantes Spiel. Die haben sehr viele Probleme gehabt gegen Maus NXT am Ende, aber haben es sich durchsetzen können. Und Gotti, danke für den Resub-Kurs, geht raus. Danke für die vierten Monate. Ja, kurze Pause, dann geht es direkt weiter mit der nächsten Partie. Jungs, Mädels. Big rasiert jetzt hier. Ich sage 2-0, machen die das Ding. Die sind heiß, die haben Bock und zeigen uns heute, dass sie einfach geile Typen sind. Also, bis gleich, dann in ungefähr 12 Minuten. So, Pause vorbei und es geht auch direkt rein auf die Map Nummer 2. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Cast für den guten Big Clan jetzt hier im Moment. Hier in der Thunder Pick World Championship. Closed Qualifier für Europa. Und Leon, genauso wie Big, Top 16 Teams in diesem Qualifier. Habe ich heute noch nicht erwähnt, das zweite Mal. Wird es ein Qualifier geben, ungefähr im August, kurz nach der Intellect Streammasters Cologne. 19. 20. in dem Dreh, irgendwie die Woche, wird dann hier weitergezockt. Weil im Oktober ist das Main Event. Und dann kann es abgehen. Pick auf der CT-Seite, es ist der Pick von Leon. Die müssen auf der T-Zeit starten. Und ich würde sagen, dementsprechend gibt es jetzt auf Schnauz für Leon, oder? Seid ihr auch der Meinung? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch, ihr seid derselben Meinung wie ich, dass man jetzt hier Schüsse rausballern kann. Aber Big lässt sich gerade so ein bisschen ohne Info vielleicht zu sehr Richtung A fallen. Aber jetzt ist man auf dem B-Spot drauf. Prosus muss drücken. Aber wieder ist es James, der den Fragmark gegen Prosus. Aber John, Junge, der hat Bock gerade hier. Der gehen die Shots aber auch rein. Jetzt muss er nachladen. Dann kommt Susan auch schon. Plötzlich sind die Teams nur noch zu zweit. JDC einfach on fire, meine Lieben. Junge, was der wieder hier drückt jetzt am Anfang in der Pistol. Jane mit dem nächsten, jetzt fällt John. Aber Susan mit einem. Es ist ein One-on-Two. Und man muss ihn rausnehmen. Jane hat so viel Bock. Der macht hier beinahe das Ace oder was? Unfassbar. Und der macht es so gut, der T-Spieler. Ja, jetzt reicht es aber wieder nicht für den Plant. Für den Defuse. So bitter für Big. Man muss die erste Runde direkt wieder abgeben. Super gespielt von Leon. In dem Fall der eine Spieler. Der T-Spieler, der hier in 4K gedrückt hat. Schade. Schade, schade, schade. Runde 2. Erinnert mich genauso wie zuvor auf Anubis. Big muss erstmal jetzt die Full Echo spielen und dann in der ersten Runde 3 gibt es dann die Waffen. Also es wird jetzt sichere 2-0 eigentlich sein. Da müssen wir jetzt nicht viel drüber philosophieren. Außer man rennt jetzt hier erstmal in den B-Stack rein. Aber Jame wieder mit dem Double. Jetzt checkt man die Ecke. JDC kann nichts tun. Ragen mit 2. Krimbo mit der Double-Berette noch aus der ersten Runde. Sieht einfach kein T-Spieler. Hat ja noch Rüstung dabei deswegen. Aber vielleicht hat er jetzt mit diesem Run and Gun ein bisschen gebaitet. Gucken wir mal. Face Crack. Oh. Er will am Anfang kurz reingehen und danach reicht es irgendwie nicht. Wie bitter für Krimbo. Aber okay, so ist es. Können wir nochmal was in der Qualität tun? Nein, das ist die beste Qualität, die wir bekommen. So, ihr seht's. Leon bleibt in der Bonusrunde. Hat natürlich keinen Spieler verloren. 3 Galils, die AK und die MAC-10 dabei. Utility ist voll. Big. Nicht die beste Utility, aber schon sehr okay. Okay, der haut jetzt, wo Krimbo nochmal reingekauft hat, alles super.
Ist vollkommen solide für die dritte Runde. Damit arbeiten MP9er Bosos, 4M4s. Granate gegen Sösern tut weh. Trotzdem, die Mitte gehört Big. Jetzt wird nochmal gut angebrannt. Überall liegen Mollos. Sösern muss aufpassen. Tapsen mit dabei. Aber die Mittekontrolle ist es einfach. Es ist Ancient. Man muss als CT-Spieler sehr, sehr aggressiv spielen für die Info, um hier einiges machen zu können. Und Raging hat, ist ein Problem hier auf jeden Fall im Seitengang. Dass er da schon mit der MAC-10 chillt, ist eklig. Ich hoffe, das weiß man. Ich hoffe, Tapsen läuft da nicht aus den rein. Jetzt JDC gegen die MAC-10. Will er da wirklich nach vorne gehen? Gibt es einen Support-Flash von Krimbo? Der hat aber keine. Jetzt gibt es den Double Peak und man zeigt ihn nicht, aber JDC macht es. Kriegt die auch mal guten Damage. Jetzt in der Mitte geht man durch den Z-Gang durch. Sösern und Tapsen fallen instantly. Und die Rotation von Big Richtung A ist da. Ist eine gute Rotation. Wir haben am B, am A-Main in dem Fall noch besseres Prosus. Nur mit der MP9, aber besser als gar nichts. Krimbo ist auch schon ready. Jetzt zieht man auf Prosus ab. Jetzt versucht man natürlich den Retake hier anzugehen, denke ich mal gleich. Ah, schön von Krimbo gemacht. Krimbo den zweiten. Wunderbar. Prosus den nächsten. Und plötzlich ist Big da. Saubere Runde. JDC hört auf Facecrack. Der kann nichts machen. Durchdiffusen. Danke dafür. Schön gespielt von den drei Spielern. Und man holt direkt auch wie auf Anubis die erste Runde auf der CT-Seite. Und jetzt dominieren. Es ist eine CT-Map. Gas geben. Nochmal kurz markiert für Prosi. Und jetzt kann diese Rumble wieder losgehen, meine Lieben. Na ja, mal nochmal kurz Werbung. Ich hoffe, jetzt geht die Werbung auch gleich wieder weg. Drückt die Daumen. Ja, jetzt ist sie wieder weg. Danke dafür. Ach ja, man sieht, es gab wahrscheinlich gerade eine taktische Pause, keine technische. Bei der technischen hätten wir meistens immer gesehen, dass das Overlay weggeht. Wahrscheinlich auch einfach, weil die zu lange gehen kann und man einfach nichts, keine Info geben möchte an irgendwelche Sneaky Boys. Nun aber Leon mit der richtigen Waffenrunde, keine MAC-10 mehr dabei, sondern 5 AKs, keine AWP. Aber Big genauso, die haben diesmal die AWP bei Sioson, konnten sie sich, glaube ich, snacken. Aid hatte einer und Sioson am A-Spot alleine dabei. Die Flash kommt nicht schlecht, aber Sioson einen, kommt er noch weg, die Mollo. Oh mein Gott, er kommt gerade so weggesprungen. Überall sind jetzt die Tees. Ganz schneller W-Tasten auf den A-Spot. Aber wir wissen eins, der A-Spot ist super schwer einzunehmen und zu halten. Der Retake für die CT ist meistens sogar richtig gut. Kommt eine Mollo zum Konter. Der Spray da. Oh no, Prosos, schade. Hätte er hier beinahe den rausgenommen, den Spieler, der gerade geplantet hat. Das wäre so richtig nice, aber jetzt ist man zu 5 am Leben, der Gegner nur zu 4. Jetzt kommt der Retake, du hast Full Utility, Facecrack ist jetzt wieder hier in der Sneaky-Position, aber juckt uns nicht, weil da geht keiner von Big hin. Wir alle gehen über den Train von der CT-Base und jetzt müssen wir ein bisschen executen. Und jetzt die Daumen drücken für Big, einmal richtig schön reinflash und dann Gas geben, Prosus einen, Aids einen, schönes Frag von Sioson. Jetzt muss man Gas geben, hinten passt man auf, man weiß auf jeden Fall, dass Facecrack von hinten kommt. Der Spray von Wizzy ist gut, aber dann hält man diesen Diffuser auf. Eieiei, die Runde geht dann die Jungs von den T-Side. Schade. Schade. Diesen Retake. Na, die haben die Jungs gut gespielt, muss man sagen, hier bei Leon. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie viel Utility geflogen kam. Von Big vielleicht ein Tick zu wenig. Für die verschiedenen Schlüsselpositionen. Müsste man wahrscheinlich dann selber drüben analysieren. Im Execute. Aber ich habe in letzter Zeit immer gesehen, dass die CTs, wenn die dann executen und den Retake einnehmen, dann sieht es so einfach aus und die Tees haben keine Chance. Aber man muss auch sagen, Leon hat sich sehr gut aufgestellt. Einer war Main, einer war Cutters, stand davor. Einer dann halt von hinten Facebook gepusht. Über Donut. Den fracking Facebook, den hätte man haben müssen schnell, der wäre es krass gewesen. Aber nur gut, deswegen Big jetzt leider problematisch, geht in die Echo. Krimbo, eine M4 reingekauft. Aber ansonsten.
ist die vierte Runde für Leon. Man muss voll aufpassen. Oh, jetzt geht man hier gegen AIDS. Hat er die Steps? Jetzt heißt es wieder Daumen drücken. AWP bei Syso natürlich dabei. Krembo hat den M4 mitgenommen aus der letzten Runde, die er reingekauft hat, weil wahrscheinlich am meisten wert hat von allen. Und jetzt heißt es wieder Gas geben. Jetzt heißt es, die zweite, dritte, vierte Runde zu machen. Am besten in 8-4 zur Halbzeit. Das wäre so wichtig für Big. Vier Runden auf der T-Side sind schon sehr gut, wenn wir nach den alten Werten gehen. In CS2 ist ja mittlerweile alles ein bisschen anders. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob 8 Runden nicht dann schon richtig Premium sind für die CTs. Aber ich würde behaupten, dass jetzt 4 T-Rounds schon sehr gut sind. Big muss jetzt hier clean zocken. Muss die Runde holen. Darf nicht in die Echo fallen. Sie müssen das Ding klar machen. Wir sehen hier offensiven Play jetzt in die Mitte. Man geht trotzdem weiter. Man ist dreist. Man macht einen guten Move hier. Genau sowas mag ich. Big lässt sich nicht einschüchtern. Zwei Spieler abgestellt. Man hat die volle Information für den Z-Gang, für die Grundlinie hier vom B-Spot. Man hat auch noch einen JDC davor. Also man ist sehr, sehr B-lastig aufgestellt eigentlich. Aber der Z-Gang wird angespielt. Man muss aufpassen. Prosus mit der Farmers. Das Timing muss gut sein. Das hat man sich ein bisschen zurückgezogen. Man hat auch irgendwas gehört anscheinend. Oder wie auch immer. Syson zielt schon ab. Wenn der gleich Syson-Schuss kommt, dann kann Prosus vorziehen. Syson einen! Jetzt muss Prosus nur ab. Ey, mit Prosus macht den zweiten aber nicht. Gefährlich. 1-1 Trade. 20 Sekunden auf der Uhr. Ganz ehrlich, die Bombe ist voll weg. Kannst safen. Also ganz ehrlich, Leon hat hier gerade die Runde verkackt. Die müssen jetzt Vollgas geben und kommen nicht durch in der Mitte. Niemals 10 Sekunden. Schaffen es nicht. Was hat Leon gemacht? Gut für uns. 4-2, meine Lieben. Sie können nicht mehr planten. Sie haben mich zu viel Zeit gelassen. Also, mir kommt es aber auch so vor, dass bei CS2 die Zeit gefühlt nicht in die Sekunde ist, sondern immer wie schneller. Keine Ahnung, manchmal ist es so intens. Du kommst einfach nicht dann auf die Spots. Wichtige Runde. Die Jungs drüben safen. Kriegen kein Geld aufs Konto. Haben zwar noch 3 Waffen. Aber das war natürlich ein wichtiger Flag. Schade für, in dem Fall für Prosus, dass er sich nicht klar machen kann. War aber auch nur eine Farmers deswegen. Aber Syson ist da. Syson, 2 schöne, cleane Frags. Die waren wichtig. Im Vormarsch. Jetzt aber. Jetzt die nächste Chance, aber man konnte jetzt ein bisschen Geld reinladen, was gar nicht so schlecht ist für Big. Man überlebt ja bei 4 Leuten, aber man sieht es direkt schon wieder. Wie immer, die CC-Seite ist so teuer, deswegen man macht ein bisschen Utility nachkaufen und plötzlich ist trotzdem nicht viel Geld da. Jetzt ist gerade mal 1,7 da, bei jedem Spieler bis auf der Prosus. Da kriegen wir auch nur 700. Deswegen sage ich immer wieder, finde ich es halt so krass interessant, wenn Pro-Teams manchmal so eine Pistol-Round spielen, weil sie müssen, eine Echo, und die trotzdem viel zu schnell spielen, damit der Gegner gar nicht, also wenn sie auf der T-Side sind, der Gegner gar nicht so viel Utility werfen muss. Weil jede Utility, die man hier auf der T-Side rauswirft, die ist einfach Gold wert für die T's, weil es so viel Geld ist, die man hier verbrät. Gestern war das auch gut gemacht von Big, aber irgendwie hat es nicht geklappt, weiterhin gegen Aloha. Die waren einfach Next Level. Syson wieder alleine am Spot, diesmal eine etwas andere Position. Hat auch Mollo, Smoke und Flashes dabei. Muss natürlich garantiert den ersten Frag ziehen. Man braucht Tabs, der ist sehr weit weg. Der müsste sehr spät zurückrotieren. Eigentlich sollte er smoken, glaube ich. Einfach ein bisschen Zeit rausholen, damit die anderen Spieler was machen können. Wenn jetzt eine Flash kommt vom Timing her und sonst irgendwas, dann wird er vielleicht einen Frag machen, aber wird dann hops gehen. Jetzt kommt hier auf jeden Fall die Smoke. In der Mitte kommt die Smoke. Tabs muss eigentlich zurückrotieren, vielleicht langsam. Jetzt wird es echt gehaarig. Syson. Syson, my man. Syson muss machen. Mindestens 2.
Oder drei. Wer es verschießt, der muss jetzt ablöschen. Kommt noch weg, gerade so. Der Wreck von Tapsen ist aber da. Keine Ahnung, wann der alles gemacht hat. Diese Rotation. Gut getimed. Jame hat man auch geholt. Wisley fällt. Und man plantet einfach frech auf den Beastbot. Die Fläche ist mega. Und Krimbo mit dem Double. Danke von Susan, der jetzt auf einmal da die Fläche wirft. Es ist unglaublich, was die hier gerade machen. Was für ein Fokus die Spieler haben. Und wie sie wirklich aufpassen. Ihr habt ja gemerkt, ich war so fokussiert auf Susan, dass ich dachte, jetzt wird der gleich hops genommen. Bruder Tapsen, der war noch so weit vorne. Hier bei, Tapsen ist wieder in der Position. Seht ihr das? Ist so geil. Und auf einmal ist Tapsen dann da. Heftig. Mega gespielt von Big. Super rotiert. Schön aufgepasst. Jeder ist für jeden da. Und ich würde sagen, damit ist es das sichere und auch verdiente 4:3. Nächste Runde und Tapsen hat weiterhin Bock. Holt sich Ragen jetzt hier in der Echo Round von Leon. Ihr seht jetzt die Hero AK bei Face Greg. Die hat man ja auch gesaved. In dem Fall war es Ragen, glaube ich. Face Greg holt sich den ersten. Susan. Granate bleibt hängen. Nicht so wunderbar. JDC ist da. John holt sich jetzt Face Greg. Und das war's für Face Greg. Die schöner Spray gegen Risley. Ich sag Wisley, ne? Obwohl er eigentlich, glaube ich, ganz anders heißt. Wisley. Oder? Doch, Wisley. Hätte doch passen. Wird schon passen. Wird schon passen. Ja, der war eklig. Face-Track stark gemacht. Muss man ihn ganz verlassen. Aber Susan regelt. Prost ist auch ein schöner One-Click. Schnelle Runde. Wichtig von Big. Und somit der Ausgleich. 4:4. Und ich habe mir ein 8:4 gewünscht. Und vielleicht werden wir alle belohnt, meine Lieben. Susan übertrieben offensiv. Verschießt gegen Ragen, weil der kann ihn auch vorher sehen. Das war ein Tick zu früh. Da ist der Susan, der langsam so wie bei Zero Zero Nation am Start war. Einfach mal frech reinpieken. Einfach mal ein bisschen aufspielen. Ist auch nicht verkehrt. Rosus. Hat das Timing gegen ihn. Und deswegen fällt er auch. Gerade hat er noch abgezielt. Muss sich zurückziehen. Jetzt wird es schwierig. Jetzt brauchen Krimbo einen guten Frag jetzt hier gegen Ragen. Links die Waffe sehen. Er checkt das nicht. Krimbo. 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 Hat nicht die Ecke gecheckt. Jetzt ist es schwierig. Jetzt muss John hier eigentlich den Mega-Klatsch bringen. John hat den ersten geholt. Tapsen ist auch da. Man kann es noch holen. Irgendwie ein Mega-Klatsch von JDC und auch Tapsen. Tapsen rechts, gucken rechts. Das Timing! Ah, verdammt. Jetzt ist John bekannt. Er müsste jetzt den Ace machen. Den ersten. Von 5, von 4 hat er. Die Bombe rennt schon Richtung A-Spot. Die AWP verschießt gegen John. Jetzt einfach Richtung A-Spot rennen. Wäre krass, wenn John das auch machen würde. Aufpassen. Schön von John gedacht. Schöner. Oh. Das Timing. Schade. Kurz hingeguckt. Timing unlucky. Aber okay. 5:4. Big. Bisschen aggressiver rangegangen. Die Shots sind nicht so ganz reingegangen, wie man wollte. Und dann war die Runde weg. Angefangen. Hier wie gerade gesehen. Mission. Schönes Ding von Prosus. Ganz wichtig jetzt hier in der Mitte. Kann er sich rächen von der vorletzten oder vorvorletzten Runde. Wer pusht denn auch einfach durch die Smoke? Sehr gefährlich. Krimbo macht jetzt den Susan-Busse mit der M4. Aber muss man aufpassen. Ace zielt schon ab. Deswegen immer cool bleiben.
Erstmal ist es noch der Vorteil für Big. Genau, nicht zu viel. Ihr habt die Position aus dem Raum. Absmoken, wenn machbar ist, dann ist nice. Auf Zeit spielen. Wieso nicht? Big zieht sich ein bisschen weiter zurück. Gibt den Vorteil ab. Schade eigentlich. Hätte man da vielleicht Double Dots absmoken können. Aber ich glaube, die einzige Smoke ist... Na doch, JDC hat eine noch. Vielleicht möchte man sie aber auch erst später spielen. Mal gucken. JDC noch an der Mitte. Ein Jiggeln. Oder auf der Grundlinie Richtung... Ah, jetzt rein sprayen. Gut, das Ding. Schöner Schaden. Damit kann Krimbo vielleicht jetzt hier gleich eskalieren. Krimbo 1. Krimbo, die 2. Die AWP verschießt Krimbo mit dem 3K. Wunderschöne Plays jetzt hier gerade von Big. Richtig stark. Krimbo am Eskalieren. Raging weiß nicht, wo die CTs kommen. Dann kommt die Smoke von JDC, die letzte. Jetzt wird es ganz schwierig für den T-Spieler. Vielleicht kann Prosus das Ding klar machen, aber der ist auch schon in einer guten Position. Prosus umdreht. Hallo. Boah. Bitter. Bitter für Prosus. Aber Raging, der geht safen. Ausgleich wieder vom Weg zum 5 zu 5. Und jetzt noch zwei Runden zu spielen mit dieser AK. Ja, okay. Wirst du nochmal... Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, die werden runterkaufen auf 2K bei Leon. Weil wenn sie jetzt komplett reinforcen, könnten sie sich ihr eigenes Spiel komplett kaputt machen. Also, dann lieber entweder mit Lucky eine sechste Runde holen. Und dann sogar auf 7-5 spielen. Oder einfach safe jetzt auf 6-6. Und dann ist alles gut. Würde ich sagen. Wenn man jetzt komplett reinforst, würde ich fast meinen, könnte es auch passieren, dass man einfach das 7-5 abgibt. Richtung Big. Deswegen. Big muss clean weiterzocken. Das 7-5 eigentlich schon pflichtmäßig holen. Wäre schon wichtig. Ist halt eine CT-Map. Sie haben sich auch immer sehr, sehr schwer getan auf der T-Side, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, so in den letzten Matches, die ich gesehen habe. Und da kommt die technische Pause. Und deswegen auch das Overlay weg, damit man nicht sieht, was sie gekauft haben oder sonst irgendwas. Finde ich auch in Ordnung. So muss es sein. Es geht weiter. Oder was? Nein. Doch, es geht weiter. Syson steht close, kommt wieder weg oder nicht? Die Tech 9 macht Schaden gegen Syson. Tapsen ist auch da. Syson zieht sich um, verschießt. Die USP connected nicht, aber es ist Prosus in dem Fall, der hier 2 holen kann. Wobei Tapsen war auch dabei, also doch Tapsen. Mittlerweile kenne ich jetzt schon die Position, also alles gut. Und Krimbo, passt dich auf. Ja, das ist bekannt und die Runde auf einmal weg, meine Lieben. Stark gemacht von Face Crack. Eieiei. Heftig. Das tut weh. Big. Ich muss erst mal klarkommen. Man hat die Echo gerade gespielt und verliert gegen die Echo. Das war bitter für Big. Das hätte nicht passieren dürfen. Man spielt eine Lucky Rom mit dieser Hero AK und kann hier durchrennen. Und das ist fatal für Big gewesen. Also diese Runde war echt fatal. Hätte nicht passieren dürfen. Aber da sieht man halt einfach dieses Tempo-Play in CS2 ist so abartig. Besonders auf dieser Map. Aber dafür auch gleichzeitig Tapsen jetzt hier. In der Mitte bestraft man Jame, der hier versucht durchzupushen. Erstes Ding für Big. Gute Molle von Tapsen. Da wird der Push aufgehalten. Da gibt es die Smoke. Konter-Smoke hinterher. Nochmal rein. Prosus steht davor. Prosus macht dann noch einen zweiten. Guter Schaden. Tapsen. Jetzt einfach den zweiten noch holen hier nebenbei. Schöne Flash. Den gönnt er sich. Tapsen kriegt den dritten nicht. Oh, schön von Syson. Schön von Syson. Hier zum Schluss 6-6. Ausgleich. Aber man muss sagen, da hätte man eventuell am Ende 7-5 sogar haben können. Aber so ist okay. Und grüß dich, Bob. Schade. Schade, schade, schade. Für Big.
Ja, Seitenwechsel, Pistol Round. Bisher jede Pistol Round an Leon gegangen. Wäre mal echt schön, wenn Big jetzt mal eine Pistol holen kann. Das würde uns sehr gut tun. Deswegen Daumen drücken für Big. Ich tue es auch gerade hier. Ich presse sie kaputt, damit wir die Pistol holen. Sonst habe ich immer so geile Pistol Rounds gesehen von Big. Jetzt aktuell gestern ging gar nichts bei Pistols gefühlt, auch im Qualifier. Und hier im Close Qualifier bei der Thunderpick World Championship läuft es auch noch nicht so richtig. Aber man hat jetzt hier schon mal eine Mega-Chance, unter die Top 8 zu kommen. In dem Turnier und dann gegen Gamer Legion zu spielen. Wird nicht so leicht. Auch Ragin mit der Double Beretta wie vorher Prosus oder wer auch mal da war. Die Wall ist nicht schlecht. Man geht hier auf Execute natürlich. Den Raum einnehmen. Da kommen die Smokes. Da geht noch mehr. Muss man sich zurückziehen. Damit ist der B-Spot eigentlich schon machbar. Jetzt gibt es die Flash auf den Spot. Prosus schleicht durch, genauso wie Tapsen. Der kann direkt landen. Schöner Execute hier vom Big in dieser Pistol Round. Muss man ganz klar sagen. Face Crack, Junge. Der kriegt gut was rein. Noch eine Mollo, um hier hinten was gegen zu drücken. Und man muss aufpassen. Face Crack fällt, kann auch noch einen mitnehmen. Ragen nicht bekannt. Auf Zeit spielen, man hat kein Defuse. Gibt so viel Zeit raus, wie es geht. JDT fällt direkt instant. Man muss aufpassen. Tapsen hinter dem Pillar. Tapsen fällt auch. Und auf einmal nur noch Syrson und Krimbo. Krimbo muss Gas geben. Syrson, wichtiger Frag. Krimbo! Wichtiges Ding! Jetzt kommt die Smoke. Man will diffusen. Man muss zusammenspielen. Die Double Beretta ist heiß. Und man kriegt es nicht hin. Wieder wird durchdiffused. Und wieder schafft man es mit dieser einen Smoke. Und Ragin mit der Double Beretta kann uns wieder aufhalten. Es ist doch einfach zum Mäusemelken. Big. Macht so einen geilen Execute. Am Ende die Pistols hier einfach crazy. Double Beretta geht halt rein. Der Schuss von Krimbo war wunderschön. Ja, und dann kann er hier halt echt performen und alle rausnehmen. Schade. Hätte sowieso nur den Kopf getroffen, dann wäre es vorbei gewesen. Weil man hatte ja kein Defuse-Kit. Aber okay. Plant ist da. Force deswegen auch sofort per Big. Man geht relativ langsam Richtung A. Da sind halt drei Männers. Die chillen hier. Weasley rotiert gerade weg. Die Pumpgun abgeschleppt bei AIDS. Das Timing könnte gut kommen. Die Pumpgun ist krass. Die Pumpgun macht zum Glück nur einen. Jetzt kommt die Flash durch. Jetzt kommt nochmal ein Smoke. Was macht Wissen? Ihr macht nochmal einen Frag. Von der Seite kommt aber auch zum Glück Krimbo. Syrson, Krimbo erfolgreich. Plant geht durch auf dem A-Spot. Und diesmal ist man im Vorteil. 3 gegen 2. Und ich denke, hier kann Leon safe gehen. Man hat kein Defuse. Man will es aber wissen. Man will unbedingt angreifen. Man gibt hier Gas. Aber keiner von den Big-Spielern zeigt sich. Ja, die werden safe gehen. Face Greg und Ragen. Geht bitte safe. Lasst uns den Punkt. Ihr müsst auch einfach zugeben, wenn wir die Runde haben. Und nicht da reinrennen und Lucky irgendwo uns umschießen. So geht es ja nicht. Also, Runde geholt. Big gleicht aus. Und schickt damit Leon wieder auch in der Force. Aber man hat mit der M4 und der MP9 und der Utility, die dort liegt, und wahrscheinlich noch ein paar mehr MP9s, vielleicht auch Deagles, wird man eine ganz schön starke Leon-Runde haben hier noch. In Runde Nummer 3. Also schauen wir, was Big jetzt macht. Da sind sie. Die Scout, MP9, MP9 und 5-7. JDC wird in der Mitte vorgeschickt. Niemand drückt gegen hier. Beide CTs, klar, können sie auch nicht. Sie haben keine Utility. Also kann man auch die Mitte nicht einnehmen. Big hier klar im Vorteil. 3 Galils, 2 AKs. Jetzt vielleicht was ganz Feines. Auch sehr passiv aufgestellt. Face mit der einzigen M4. Wenn man den sofort rausnehmen kann, wäre nice. Krimbo macht es auch sofort. Wichtig und richtig. Noch eine Mollo gegen Ragin. Der kann hier irgendwie an dieser, ja, Mollo lang dodgen und das klar machen. Aber dann geht der Plant durch. Und die CTs gehen nochmal in den Safe. Und zwar in der T-Base. Vielleicht hier Z-Gang noch was Faxen machen. Nee, in der T-Base. Da rotiert man gerade hin. Und Big kriegt die 8. Runde. Leon geht in die Full Echo, nehmen aber natürlich gerne die Scout, MP9 und 5-7 mit.
Und ich habe ein bisschen Angst. Man hat hier so eine Hero Scout, okay, die ist jetzt nicht so krass, aber das eine Defuse Kit, das triggert mich ein bisschen, dass man das reingeforst hat. Und das könnte eventuell nächste Runde so richtig geisteskrank kommen. Wenn da plötzlich ein Ninja Defuse kommt, dann raste ich aus. Dann raste ich richtig aus, wenn die auf einmal irgendwie Ninja Defusen könnten. Was ja machbar wäre. Damit könnt ihr in dem Big wahrscheinlich nicht rechnen, dass die die Füße gekühlt haben. Woher auch? Taktische Pause bei Big. Bespricht man sich. Vielleicht auch analysieren. Was können wir machen? Wie wollen wir es ausspielen? Ich hoffe, man wird jetzt nicht zu krass alles überdenken, sondern einfach clean zocken. Und weiter sein Ding machen. Weil am Ende könnte das schwierig werden. Wenn man jetzt irgendwas zu viel überdenkt. Deswegen bin ich gespannt. Big. Was? Analyse und was? Oh, der Frag gegen Krimbo, der tut nicht gut. Susan auch angeschossen. Noch ein Versuch. Jetzt kommt die Smolo gegen AIDS. Wir können die Piste jetzt nichts machen im Kreuzfeuer. Man ist auf dem Spot drauf. Man kann den Plant durchbringen. Es gibt drüben kein Utility. Man rotiert nochmal komplett über die Mitte bei den CTs. Leon möchte von hinten angreifen. Und Tapsen auch hier. Gut Schaden bekommen. Kann den Effekt verziehen, aber muss trotzdem aufpassen. Susan ist ready. Rosos Tapsen. Da sind sie doch, die Frags, die wir gesucht haben. Keine Probleme. Und Susan, ja, okay, der fällt. Facebook ist bekannt. Lass ihm die AK. Ist halt so, wie es ist. Trotzdem, das 9 zu 7. Big Clan ist am Start. Und vielleicht kann man Facebook rausnehmen. Oh, nee, der nimmt uns raus. Schade. Aber auch nur, weil Tapsen nur 5 HP hatte. Oh, jetzt von hinten. Oh, ich dachte jetzt, hier kommt hier JDC. Und er ist vom A-Spot gerade noch angelaufen, aber die Zeit passt da nicht. Jetzt geht's ab. Leon kann zum ersten Mal Druck machen in der Mitte mit Utility. Kontrolle haben sie für den Moment. Aber Big irritiert sich da. Lässt sich davon gar nichts beeindrucken. Die sind halt auf dem Weg Richtung A-Spot. Und jetzt kommt der Execute schon hierher. Da ist halt niemand. Man hat es komplett ausgenutzt, dass in der Mitte alles voll war. Und jetzt ist man auf dem Spot drauf. Jetzt muss man nur schnell planten. Bitte executen. Den Donut hat man eingenommen. So ein wichtiges Ding gegen Jame. Schönes Brett mit der AWP. Und die CTs kommen einfach nicht rauf. Ich denke mal, da kannst du direkt wieder safen gehen. Also wenn du wirklich nächste Runde angreifen möchtest, musst du safen gehen jetzt bei den CTs. Und lieber auf Executes gehen. Du hast da zwei Defuse Kits. Du kannst nochmal angreifen. Facecrack gegen Posos. Auch das verliert man so mit dem zweiten. Oh yeah, baby. Sowas mag ich jetzt hier von Big. Die T-Side scheint hier auch irgendwie stärker zu sein als früher. CT-technisch schwierig. Ray Jin jetzt gegen Posos auf Distanz. Die MP9 ist stark, aber Posos nicht stärker. Verdammt, ich wollte eigentlich sagen stärker, Wesley. Mit eingegen Tapsen. Und aufpassen. Rajan hier mit ein paar Steps. Susan fällt. Grizzly beendet. Kommt, ist Feierabend. JDC geht ran. Aber keine Chance gegen diese MP9. Und damit ist es das 10 zu 7. Aber mit vielen Verlusten bei Big am Ende noch.
Und eine KK wieder bei den CTs. Bei Leon. Aber overall haben wir die wichtigen Shots gemacht. Zum richtigen Zeitpunkt, dass man nicht mehr diffusen konnte. Hier, klar, ist man einfach reingerannt. Aber egal. 10 zu 7. Double Digits für Big. Weiter geht es. Leon hat halt nochmal leicht rein, also reingekauft, sogar noch so viel Geld gehabt, dass man 2 M4s dazu packen konnte. Und jetzt geht es wieder relativ schnell Richtung A-Spot. Er wird gelöscht. Oh Mann, ist man heiß gerade. Protoss hat richtig Bock. Jlame einfach durch die Smoke durchgepustet, muss man auf dem Schirm haben. Und die hat man auf dem Schirm. Protoss ist einfach mal komplett da. Protoss wie ausgewechselt. Gönnt sich hier Frag um Frag. Besonders bei den Entries. Richtig miese Nummer hier, was er abzieht mit dem Gegner. Aber das tut Big so gut einfach. Bei jedem läuft es. Jetzt fällt zwar Tapsen, aber der hat die ganze Zeit eh die Supportrolle. Donut kann nicht viel machen. JDC chillt noch hinten. On Side ist noch jemand. Ja, Krimbo. Man gambelt zu sehr jetzt hier gerade. Das könnte jetzt hier eine Mistake sein. Krimbo hofft, dass seine Mates es halten. Dürson mit dem Double. Dann ist es nur noch einer. Wichtig natürlich hier in dem Moment. JDC beendet das Ding. Crazy. Ja, 11 zu 7. Big hat die Runde. Ja, okay, reicht. Bombe Runde explodieren. Aber ich habe kurz Angst bekommen. Hätte man jetzt hier es geschafft, dieses 3 und 3 zu holen, dann hätte ich mir gedacht, wo ist Krimbo, Alter? Krimbo ist einfach mein Team. Jetzt sieht man hier kurz Lomo. Dioson, der Double. Batz. Wichtiges Ding. Das haben sie uns immer gegeben. Schön gemacht. Der Gegner läuft halt perfekt hintereinander. Und Dioson mit dem schönen Frag. Solide. Hat geschmeckt. Oh, es kommt. Oh, jo, 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 jo. Aber Alter! Was ist denn mit Big gerade los? Man ignoriert einfach die Utility. Man nimmt den Schaden in Kauf. Man vertraut seinem Aiming. Und ihr seht, letzte Runde war es halt nur eine kleine Force mit 3 Waffen. Aber man hat jetzt die Waffen gehabt. Und man trotzdem knallt man hier Jlame weg. Die anderen noch am Leben, volle HP. Aber jetzt mit einer Person Unterzahl wird es natürlich schwierig hier zu halten. Ne? Leon hat hier eine sehr, sehr weit aufgefächerte Situation. Ein Spieler Aids in dem Donut. Der gibt es die Smoke jetzt. Und da wird es ganz, ganz schwierig, also auch durchzukommen. Tapsen ist schon da, aber irgendwie kann Aids noch was sehen. Macht noch einen. Oh, beide den Double. Zum Glück nicht. Molo aufpassen. Dann macht es hier Prosus. Der hat halt noch volle AP. Gönnt sich. Und wir sind wieder nur zu zweit. Und das ist das 12 zu 7, meine Lieben. Also ich denke, hier muss Whisley und Ragen einfach safen. Wenn sie jetzt noch irgendwie angreifen und die Waffen verlieren, wird schwierig. Das Konto von Big sieht eigentlich ganz gut aus. Ich kann mir vorstellen, ab einem gewissen Punkt geht man auf die Jagd. Diesmal ist Krimbo mit auf dem Spot, nicht wie vorher hier irgendwie am B-Spot am rumdümpeln durch die T-Base. Aber jetzt weiß ich nicht. Na, Big? Doch nicht? Ja, man ist halt auch relativ angeschlagen mit John und Sirson, Krimbo. Da geht man doch nicht jagen anscheinend. Nicht, dass man dann plötzlich noch irgendwelche Waffen abgibt. Trotzdem ist es das 12 zu 8. 12 zu 8. Ich sag, warum sage ich 8? Da kommt keine 8 mehr. 13 zu 7 gewinnen wir. Ganz ehrlich. Aber es ist 12 zu 7. Damit ist alles gut. Und damit hoffe ich, sind alle Big Fans erstmal wieder zufrieden mit dieser Partie. Weil hier zeigen sie halt doch, dass sie es können. Klar, man weiß nicht, was für Gegner das ist. Man kann natürlich jetzt alles immer negativ sehen. Aber ich denke schon, dass das Gegnerteam schon stark ist. Besonders in CS2, russische Teams allgemein. Jedes Team darf man nicht unterschätzen. Es ist einfach crazy. Also, 13-7 bleibt für mich safe, der Call. Drüben Leon, nochmal mit den beiden MP9s, hat keine AWP mehr, 3 M4s, alles reingekommen, was geht. Sie müssen natürlich irgendwie hoffen, dass man es aufhalten kann. Und Big spielt wieder mit Tempo an für die Mitte. Man hat die Grundlinie, die CTs haben keine Info. Ragen jetzt hier vielleicht frech durch die Smoke. Hört hier Steps, auf jeden Fall schöner Bait von JDC. Ah, traut sich aber nicht raus. Also, er bleibt hinten. Es geht Richtung Donut. Da gibt es die Molo, linke Seite. Steht er, aber es ist Ragen. Mit dem Frag gegen John. Bisschen doof für uns. Face Frag unten in der Mitte am Pushen. Jetzt wird hier hin und her geworfen. Smoke, Molo, etc. etc. Poses fällt auch gegen Jlame. Aber tapst mit dem Refrag. Der A-Spot ist fast frei. Was ist mit Krimbo? Nochmal rotieren. Der möchte in den Rücken fallen gerne. Man geht durch den Donut durch. Und vielleicht kann man Whisley rausnehmen. Jetzt Whisley hinten Richtung A lang. Sich gönnen wäre perfekt. Tapsen weiß halt nicht, ob er A ist oder hinter der Kiste. Wo bleibt Krimbo? Krimbo Timing gegen die Nummer 4, gegen Face Crack. Wäre jetzt gottlos geil. Da ist es auch. Krimbo holt den ersten.
Jetzt der zweite, leider in die andere Richtung. Jetzt nochmal über die Mitte, durchschleichen einfach. Tapsen, komm, Richtung B. Nee, schade, man geht in den Split. 35 Sekunden bei Big. Man kann es klar machen. Ist alles noch drin. 2 gegen 2. 2 gegen 2. Aids ist jetzt dort, wo Tapsen vorher den Einspieler vermutet hat. Tapsen hofft jetzt hier einfach, dass was kommt. Oh Mann, das wäre so wichtig jetzt hier. Jetzt ist er bekannt. Tapsen zielt ab. Schöne Granate, Tapsen. Muss ihn machen, was? Wie bitter. Schön von Krimbo. 15 Sekunden in der Main ist einer. Jetzt kommt der andere Spieler rumgelaufen. Schnell die Plant bringen, aber der Plant ist nicht da. Der andere Teamspieler ist nicht bekannt. Er kommt erstmal nicht an die Bombe ran. 5 Sekunden, das war's. Die Runde geht an Leon. Schade. Also doch eine 8. Verdammte Axt. Nein! Na gut, 13-8 halt. 13-8. Ich bin schuld. Ich nehme das auf meine Kappe, weil ich habe mich versprochen. Ich habe mich versprochen, deswegen geben wir hier. Kriegen wir noch die 8. Runde. Das war bitter hier für Tapsen. Er wusste genau, wo der Gegner ist und kann den Frag nicht ziehen. Das ist ganz, ganz bitter gelaufen. Ich denke mal, der wird da sich auch in Arbeiten, dass sowas passiert ist. Aber okay, jetzt geht man wieder konsequent durch. Ganz schnell wird durchgepusht. Einfach die Grundlinie mit 4 Leuten ist man da. Man muss natürlich aufpassen, dass jetzt nicht die Granaten zu sehr reinfliegen. Aber der B-Spot wird hier schon bespielt. Läuft auf jeden Fall. Push von dem guten Risley. Von Ragen ist da. Der wird geholt von Susan. Prosus macht den anderen. Jetzt ist man auf dem B-Spot drauf. Muss alles abdecken. Susan ist ready für jemanden, der auf die Grundlinie vorkommt. Susan verschießt. Oder schießt gar nicht. Krimbo ist immer noch in der T-Base. Spray von Tapsen. Holt sich Risley. Schönes Ding. Jetzt ist noch ein 2 gegen 4. 1 gegen 4. James bekannt. Krimbo von hinten. Das ist es. 13-8. Anstatt 12-8. Voll in Ordnung. Aber wie ich es halt meinte, ich nehme es auf meine Kappe. Ich nehme es auf meine Kappe, meine Lieben. Ich habe es gejinxt. Aber Big holt sich hier diese zweite Map. Wunderbar, wie ich es doch auch vorhin auf Twitter gecallt habe. Jetzt haben sie uns ein wunderbares Counter-Strike-Spiel gezeigt. Hat mich sehr gefreut. Hat mega Bock gebracht. Und ich hoffe, da kann man drauf aufbauen und immer weiter jetzt Gas geben. Eine schöne Streak auch rausarbeiten. Man hat noch viel Arbeit vor sich, weil das Team ist einfach noch jung zusammen. Die wissen alle, was sie können. 100% und die können es auch. Man muss jetzt nur noch diese feine Stellschraube anziehen und dann läuft es auch. Deswegen, sehr nice. So sieht es aus wie ein Gitches. Schönes Ding, schöne Runden. Und ich würde sagen, das war ein klares Ergebnis mit 13-8 und 13-7 zu gewinnen auf beiden Maps. Ich denke, damit hat man ein Zeichen gesendet, oder? Also, Big Fans können erstmal wieder beruhigt sein für den Moment. Jetzt geht es gegen Gamer Legion und ich hoffe, da geht's weiter. Sneaks, wie meinst du, was geht's weiter für Big? Oder heute Thunderpick. Also ich mach keinen Cast heute weiter. Ich wollte eigentlich, hatte den Blick, ob ich Thunderpick noch weiter übertrage heute, aber ich habe noch ein paar andere Sachen zu tun. Die muss ich erstmal noch, die haben Prio. Deswegen bleibe ich jetzt hier offline heute. Aber wann geht's weiter? Ist eine gute Frage. Ich guck mal kurz rein. Bleiben Sie dran. Ich gucke. Und dann schauen wir mal, was so Phase ist. So, wo ist der Discord? Lass mich kurz überlegen, ich bin jetzt durcheinander. Ganz schön wild. Announcement. Da ist die Google-Seite. Ja, Best Viewer Follows auf jeden Fall. Steht da nicht da, was weitergeht. Also der Kalender ist nicht aktualisiert. Ich denke mal, die werden erst alles noch aktualisieren, wenn es dann da steht. Am Ende. Jetzt habe ich keine Information, was weitergeht. Also, laut dem Kalender, okay, warte, da habe ich auch eine Info. Laut dem Kalender soll es direkt am 19., 20., 21. und 22. weitergehen. Ja? Die können mich duzen. Ich duze dich doch. Alles gut. Alles entspannt. Also, wenn alles gut geht, geht es morgen direkt weiter mit der nächsten Runde. Die Frage ist halt, wann spielt Big? Ich weiß es nicht, wie es da aussieht. Also, morgen... Übermorgen, wird immer gegamed. Da geht's ab. Deswegen, ich muss auch gucken, ob ich Zeit habe. Eigentlich will ich schon gerne übertragen, das Big-Spiel auf jeden Fall. Ist nix. Aber kein Problem. Ich sieht's dich auch. Aber wenn man unter Gamern eigentlich, da bist du ja eigentlich fast nur duzen normal, ne? Ey, du Alvi. Ey, du. Ganz normal. Also, ich danke fürs Reinschauen. Ich bin raus. Wir sehen uns dann. Die Tage vielleicht heute Abend spontan auf dem Epic Dudes Kanal, wer Bock hat mit den Epic Dudes. Aber das überlege ich dann noch ganz, ganz spontan.
In dem Sinne, schöner Tag euch gewünscht. Ist ja gerade erstmal Mittag. Guten Hunger, was auch immer ihr macht. Genießt diesen Donnerstag und ich denke, mit dem Sieg von Big kann man hier heute gut schlafen gehen. Später, heute Abend. Ja, also dann bis spätestens Samstag beim Pokerstream, wieder mehr Bock hat. Ciao, ciao. Brokey sees the shadows.